Ich denke mal, Schwierigkeiten, Schwierigkeitsgrad normal ist vollkommen, ist ideal. Jo. Später, wenn man so Missionen wiederholen kann, dann können wir ruhig auch schwer spielen. Dann gibt es halt bessere Ausrüstungsgegenstände. Ich merke eigentlich, ich muss gerade mal dann gleich mal das Spiel ein bisschen leiser machen, damit ich dich besser höre. Ein kleines bisschen leiser muss sein. Ja, dafür habe ich Mischpult. Das ist kein Thema, ich muss nur eine kurze Spieloption rein. No. Ich habe die Koordinaten von Tassin erhalten. Du bist zu einem Regulatorenlager unterwegs. Ist die Agentin dort? Undercover. Tassin hat mir ein Bild zur Identifizierung gegeben. Also, was sind denn die neuesten Infos über die Regulatoren? Das sind die gleichen Schmuggler wie immer. Alles von Wert ist ihr Ding. Dann gibt es da noch die Gerüchte über Geheimverstecke in der Gegend. Irgendwo müssen sie ja den ganzen Kram lagern. Die Frage ist, warum sollte das Dominion damit etwas zu tun haben? Ich hoffe, dass Tassin sich irrt. Ich habe keine Lust, ein Krypter im Krieg zu sein. Hey, du bist nicht weit vom Regulatorenlager entfernt. Solltest es gleich sehen. Halte die Augen auf. Wir kratzen am Rand des Gar-Territoriums. Es gibt Ärger. Das Lager wurde überrannt. Ich werde das regeln. So aus, als ob das da tote Regulatoren sind. Owen, kannst du Tessins Agenten identifizieren? Ich sehe sie nicht. Könnte noch leben. Ich glaube nicht, dass diese Leute von Tieren getötet wurden. Gibt es dort irgendwas Nützliches? Ist eine Art Aufzeichnung. Soldate angegriffen. Ich kann Tassin nicht erreichen. Regulatoren versteckt bei diesen Koordinaten. Das war Tassins Agentin. Ich muss diese Koordinaten entschlüsseln. Moment, da rücken Scar an. Schon auf Rache aus, seit wir Matthias gerettet haben. Tassin hat recht. Das Dominion scheint hier für Unruhe zu sorgen.
Ich hab sie. Es ist nicht weit. Dann gehe ich jetzt zum Versteck. Wir können nicht warten. Bist du sicher? Sich mit dem Dominion anzulegen ist nicht mit einem Kampf gegen einen Rudel Wolfen vergleichbar. Wenn böse Leute an die Tür klopfen, versteckt man sich nicht. Man tritt ihre Ärsche wieder zurück in das Loch, aus dem sie gekommen kam. Das war ja schon, bevor es sich ausbreitet. Fortas darf nicht zum zweiten Freimarkt werden. Vor der Höhle sind noch mehr tote Regulatoren. Vielleicht haben sie ihr Versteck verteidigt. Ich schätze, das Dominion macht keine Gefangenen. Höhle. Ja. Sieht aus wie eine Schmugglerhöhle. Hier gibt es alles. Zu einem Preis. Das scheint Gestalterrelikte mit einzuschließen. Steuerung ist ausgefallen. Was geht hier vor? Das sehe ich. Du steckst in einer Art Feld. Scheint deinen Anzug zu beeinflussen. Ich glaube, sie ist ein Problem. Da ist ein Dominion-Schildgenerator, der Flugfähigkeiten unterdrückt. Das würde den Hinterhalt auf die Regulatoren erklären. Kannst du es deaktivieren? Mir ist noch keins untergekommen. Das würde Zeit brauchen. Wäre das Beste, weiter vorzudrehen. Die Kontrolle funktioniert wieder. Ich gehe weiter. Dass das Dominion hier ist, kann kein Zufall sein. Diese Schmuggler verstecken Relikte. Ich weiß. Ich will nur keine voreiligen Schlüsse ziehen. Oh, ich schon, aber sowas von. Denn wenn ein Gestalterrelikt in die falschen Hände gerät... Na dann wird der Tag jedenfalls... Sie haben Tessins Agentin. Bleib in Deckung. Gib uns das Relikt, wir wissen, es ist hier. Ich weiß nicht, was du meinst. Dann zeige ich dir. Nein, so machen wir keine Geschäfte. Ich finde, Schmerzen sind kein Ersatz für Geld. Wir sollten verhandeln. Das Relikt ist nicht zu verkaufen. Siehst du? Fortschritte. Du hast es. Jetzt nenn deinen Preis und wir nehmen alle etwas mit auf den Weg. Relikte sind gefährlich. Nur wenn man leichtsinnig ist, sehe ich leichtsinnig aus. Monitor, wir haben das Relikt. Dein Pech. Die Verhandlung ist beendet. Du Mistkerl! Also das ist jetzt ungut. Ein Freelancer. Wie nutzlos. Ich hab schon gegen euch gekämpft und alle unter die Erde gebracht. Du gesellst dich dazu. Jetzt kommen wir zur Sache. Ich kann's nicht glauben. Sind wir wirklich in ein Feuergefecht mit dem Dominion verwickelt? Ich schon. Du sitzt irgendwo auf einem Stuhl. Das ist mal was Neues, dass normale Soldaten auf uns schießen. Von den Ska kennt man das ja, aber sowas hier? Kugeln helfen gegen beide. Ich sag ja nicht, dass es nicht aufregend ist. Sei nur... vorsichtig.
sicher. Du hast es geschafft. Wie steht's um Tessens Agentin? Lebt sie noch? Sie hat's nicht geschafft. Aber hier ist ein Archiv. Ich sehe es. Scheint vom Kampf beschädigt zu sein. Vielleicht kann Tessin uns damit helfen. Das soll nicht umsonst gewesen sein. Was ist mit dem, den Sie Monitor genannt haben? Er hat das verlegt. Dann hole ich es zurück. Das war typische Dominion-Taktik. Totale Verwüstung und keine Zorn. Was machen Sie so weit im Süden? Keine Ahnung, aber es hat was mit Relikten zu tun. Das wird kein gutes Ende nehmen. Mein Javelin ist schon wieder flugunfähig. Das ist dieser Schildgenerator. Das sieht nach Ärger aus. Drängen Sie zurück! Vorsicht! Sieht aus, als hätte der Monitor ein Aufräumkommando zurückgelassen. Versuche in der Nähe der Maschine zu bleiben. Ich habe die Daten und kann sie wahrscheinlich außer Gefecht setzen. Da! Ich versuche sie zu deaktivieren. Toller Ort zum Sterben, Owen. Habe ich dich je ins Stich gelassen? Bewegst dich zu weit weg. Soll ich mal ein bisschen Test, 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 1, 2, 1, 2? Ich muss ja nicht wissen. Nee, es gibt's nicht, aber gerade zu leise. Was seid ihr schon wieder hin? Ach, da draußen. Achso, Höhle verlassen. Ich bin draußen. Ich habe ein Signal, das wir verfolgen können. Vor diesem Krypta versteckt sich niemand. Na also, da kann nicht weit sein. Das Dominion muss was Großes planen, wenn jemand wie der Monitor in unserer Gegend ist. Wir müssen nur dafür sorgen, dass er nicht zurückkommt. Siehst du, deswegen will ich mit dir im Einsatz sein. Bösewicht an die Tür zeigen. Ist nicht so einfach, wie es aussieht. Hey, Bösewicht dann mit Hilfe einer dicken Knarre die Tür zeigen. Ich habe immer noch eine Spur. Weiter so, dann haben wir vielleicht eine Chance. Mehr brauchen wir nicht.
vor dir. Jede Menge Dominion. Wo ist der Monitor? Ich suche. Sie haben irgendwelche Geschütze. Die versauen dir den Tag. Schalt sie lieber aus. Geht das? Ja, so oder sieht es so aus, als würde das Dominion eine Weile bleiben wollen? Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber es passiert nicht in unserem Revier. Vielleicht kann man mit ihnen reden? Sieht das für dich aus, als würden sie auf eine Tasse Tee vorbeischauen? Ich sehe nicht. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich glaube... Das war vielleicht eine Falle. Sie haben uns hergelockt. Verdammt! Zeit für die dicke Knarre. Doch, Vorsicht! Okay, es ist vorbei. Ein Punkt für die Freelancer. Ja, Glückwunsch, dass ihr direkt in meine Falle getappt seid. Owen? Owen, was ist da los? Ich weiß es nicht. Er ist... offenkundig stärker als du. Es ist wichtig, seinen Kontrahenten einzuschätzen. Und dich halte ich für... unterlegen. Ach ja? Frag doch mal deine Lieutenants, was die dazu sagen. Ah, geht ja nicht, weil ich sie erledigt habe. Freelancer prahlen mit Mut, den sie nie haben. Deswegen sind sie ausgestorben. Ich bin quicklebendig, du verdammter Sohn einer... Er ist weg. Spar dir den Atem. Kehr besser zum Fort zurück. Ich sag Tessin, dass wir Redebedarf haben. Mission endet in 7 Sekunden. So. Hast du deinen Helm ein bisschen, bisschen angemalt? Jo. Ein bisschen angepasst. Habe ich noch 2-2 bekommen und ihr 2-5? Keine Ahnung. Pilotenlevel erhöht auf der Ausrüstung ist freigeschaltet. Was? Startrampe? Wie Startrampe? Ja, da kam jetzt gerade so eine Meldung, irgendwas mit Startrampe. Okay. Genau. Da steht aber bei dir, wenn ich bei dir bei euren Originen schaut, da steht irgendwas mit Startrampe da. Komischerweise tut er das um. Ah, willkommen an der Startrampe.
macht euch mit diesem Ort vertraut. Startrampe Schmiede. Hm? Okay. Startrampe Kiosk. Was das jetzt sein soll, weiß ich nicht. Startrampe. Keine Ahnung, aber da können wir uns sehen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich kannst du da Expeditionen mit anderen dann mitmachen oder was? Was passiert, wenn ich aus diesem Raum rausgehe? Mal gucken. Dein Team ist bereit, es wird auf dich gewartet, okay? Ich denke nicht, dass das dieser Ort ist. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Der PvP gibt's ja nicht. Achso, ich muss F drücken. Ach so, da hinten. Na ja, wenn du da bei deiner Schmiede bist, ist links daneben ein Tor zu dieser Kammer, wo wir gerade waren. Ah. Erstmal zu meinem Javelin gehen. Ich muss erstmal meinen Javelin ein bisschen optimieren. Wo bist du jetzt eigentlich? Mein Javelin. Jetzt habe ich eine Bollwerkpunkte, Stärkungsausrüstung. Der Kriegsschwert erzeugt ein sphärisches Feld, das Projekt über deinen Brennscher abblockt.
Jetzt muss ich hier in Löcher. Jetzt müssen wir, glaube ich, mit diesen komischen Löcher, also mit Tassel sprechen. Tassel reden. Also ich jedenfalls. Ja, aber wo? Wie komme ich hier raus? Also wenn du in diesem großen Raum bist, da ist doch dieses große Tor. Und da gehst du zu dem Tor einfach hin. Und danach einfach drücken, dass du einfach rauskommst. Und dann kommst du in das Ding, wo wir schon waren. Nö. Ich kann ja nur mit allen interagieren. Oder beziehungsweise Expedition beginnen, aber ich komme nicht in die Stadt. Musst du vor dem großen Tor hingehen? Ja, mehr wie hingehen kann ich nicht. Passiert nichts. Ich kann auch nicht F drücken oder so an dem Tor, da ist bloß diese blaue Pfeil dran und das war's. Ja, da sollst du ja hingehen. Ja, und dann? Was muss ich machen? Ich stehe hier direkt davor, ich komme hier nicht rein. Ich komme nochmal zu dir. Ich kann höchstens andere Leute F drücken, aber das Tor geht nicht. Jetzt lädt er mir wieder, das gibt eine Startrampe. Ich kann nur R drücken. Aber da kann ich nichts machen. Ich seh dich auch nicht. Ich steh vorne am Tor. Das Tor, nicht das kleine Tor da oben, sondern das große Tor. Die andere Richtung. Ja, das große Tor. Es gibt nur das eine große Tor. Ja. Steht da, wenn ich an dem großen Tor stehe, halten nach hier vor Taris zurückzukehren, einfach F drücken. Kann ich nicht. Wahrscheinlich wollen wir nur Gruppe sind oder was. Oder geh mal aus der Gruppe raus und mach's mal alleine. Ich weiß nicht. Tja, wie gehe ich aus der Gruppe raus? Einstellung. Nö. Geht nicht. Nö, komm ich trotzdem nicht raus. Was musst du denn jetzt machen, offiziell als Auftrag? Ja, zu dem Pfeil hin an dem Tor. Du musst wieder Bericht sprechen, ne? Ja, reden, genau. Mir ging's.
wieso es jetzt nicht gehen sollte. Ja, ich komme auch nicht über Escape oder so raus. Wenn du über Escape musst, in diesem komischen, scheiß komischen Menü ganz oben. Ja, dann starte ich einfach mal neu. Würde ich mal sagen. Weißt du, was da rumbackt?